Altersarmut, Kinderarmut, Niedriglöhne, Klimawandel, prekäre Jobs, Arbeitslosigkeit, hohe Mieten, zu wenig Kita-Plätze, zu wenig Ausbildungsplätze, zu wenig Pflegekräfte, zu wenig Impfstoff. Viele Probleme, Hass und Hetze gegen andere Menschen lösen keines davon. Darum ist es super, dass die Bildungswochen gegen Rassismus auch in diesem Jahr trotz Pandemie und trotz Lockdown stattfinden. Denn die Bildungswochen leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur gesellschaftlichen Aufklärung und für ein respektvolles Miteinander. Dass diese Veranstaltungsreihe durch das ehrenamtliche Engagement vieler AktivistInnen getragen wird, um sich für seine Mitmenschen einzusetzen, ist ein Zeichen der praktischen Solidarität. Das unterstützen wir als Gewerkschaften ausdrücklich. Der Kampf für soziale Gerechtigkeit hat viele Facetten. Die Bildungswochen gegen Rassismus sind eine davon. Es ist toll, dass es sie in Halle gibt und wir hoffen und freuen uns, dass sie im nächsten Jahr wieder kraftvoll und farbenfroh auch auf der Straße stattfinden werden. Glück auf!